Hallo zusammen, willkommen zurück bei The Hunter Call of the Wild. Es geht in Quattro Colinas weiter auf die Ibexe. Ich bin hier auf Ibex-Jagd und hatte mir als Ziel gesetzt, von jeder Ibex-Rasse einen Diamanten zu schießen. Das heißt natürlich, ich muss erstmal die Ibex alle finden. Wir waren ja in der ersten Folge oben im Norden unterwegs. Hier hatten wir die Beside-Ibex bereits entdeckt und einige geschossen. Waren jedoch nicht fündig geworden nach dem Diamanten und so geht erstmal meine Suche weiter nach den anderen Hotspots. Ich werde mal hier die ganzen Seen um die Berge herum erkunden, entdecken und da würde ich euch einfach mal mitnehmen. Ich kann euch jetzt nicht versprechen, dass wir heute hier fündig werden, aber ein paar Abschüsse, das bekommen wir definitiv hin. Es gibt ja immer noch die Mufflons, es gibt ja noch Wildschweine und es gibt ja noch den Wolf und den Rothirsch. Rehe und Feldhasen, die lasse ich erstmal außen vor. Das ist nicht ganz so mein Jagdgebiet, mein Ziel. Aber wenn sich was Schönes ergibt, nehmen wir die gerne mit. Okay, dann stelle ich euch mal ganz kurz die Karte vor, wo ich mich hier drauf befinde. Und zwar geht es heute hier im südlichen Teil weiter. Hier haben wir den Berg und ich bin gerade von diesem Außenposten unterwegs zu diesem See, werde noch mal zu diesem See gehen und dann noch mal zurück zum Außenposten und dann oben noch zum dritten See. Wir haben es jetzt 9.13 Uhr. Das Tränkegebiet der Ibexe ist von 8 bis 11 Uhr. Wir befinden uns damit mittendrin. Beste Jagdzeit, die es überhaupt gibt. Die Tränkegebiete. Das heißt, da können wir richtig gezielt die Seen abschauen und uns umsehen, wo sich überhaupt die Tiere so befinden. Dann machen wir das mal. So, wir sind. Was da? Da haben wir schon einen Ruf. Europäisches Mufflon. Rumpfschrei. Mufflon nehmen wir jetzt natürlich auch mit. Alle Ibex-Arten inklusive dem Mufflon haben jetzt eine Munitionsklasse von 4. Ich werde die mit der M1 erlegen. Die hat jetzt Munitionsklasse 4 bis 8. Die hat jetzt richtig Durchschlagskraft. Das ist perfekt. Und ebenso haben jetzt Mufflon und Ibex ein Maximallevel von 5. Und ich habe es wie gewohnt. Ich habe wie gewohnt meine Liste vor mir. Ich kann da direkt mal schon schauen, ob es eine Diamantwertung hat oder ob es vielleicht bloß eine Goldwertung hat. Soll uns aber jetzt nicht weiter vom Erlegen abhalten. So, dann spielen wir doch schon mal. Hochstand entdecke ich. Hochstand ist immer ein gutes Zeichen. Könnte natürlich sein, dass wir jetzt von der falschen Seite rankommen. Weil ihr seht ja, die Muffler sind direkt vor uns. Aber so ist das beim Erkunden. Man muss ja erstmal alles kennenlernen. So, die sind hier ruhig, obwohl sie am Rennen sind. Alles weibliche Tiere. Ja, Mufflon hat jetzt Tränkegebiet 6 bis 9. Die sind sozusagen jetzt am Abziehen vom See. Aber ist jetzt auch nicht unbedingt. Da oben haben wir doch die männlichen. Spotten wir die mal schnell noch durch. Was wir am See hätten. 3-3er. Da haben wir noch Nachzügler. Oh, Rothirsch. Ein 6er Rothirsch ist jetzt Mittelklasse. Könnte man mitnehmen. Einfach um den aus dem Rennen zu nehmen. Weil es geht ja auch darum,
viele männliche, weibliche Tiere zu erlegen, das Nachspawns kommen, seltene Fellfarben, Diamanttiere also mit hochwertigen Leveln. Fußspur ist jetzt auch vom Mufflon. Also wir hatten das jetzt schon mehrmals, da oben haben wir sie doch. Der südöstliche Ibex. Wir hatten das jetzt schon mehrmals getestet. Es gibt Seen, wo bei vielen die Hotspots gleich sind. Aber es gibt auch wiederum Seen, wo das doch sehr unterscheidet. Deshalb schaue ich mir alle Seen an, nicht nur die Hotspots. Ich schaue mal alle Seen durch, um mir wirklich einen Überblick zu erhalten, wie es auf meiner Karte aussieht. Oh, ihr seht, ich kann da echt nichts machen. Die Tiere sind einfach irre. Und ich wette, das hat hier im Gebüsch gewartet. So, kurzer Schreck, ich gehe jetzt mit Absicht etwas langsamer, denn ich wollte jetzt die rechte Seite nochmal genauer betrachten. Meist hat man auch Tiere hier in dem Buschwerk drin, die man jetzt nicht so leicht entdeckt. Gleichzeitig tun wir uns etwas heranpirschen. 200 Meter entfernt. Ja, hier kann ich jetzt nichts weiter entdecken. Ich würde mich jetzt mal auf die andere Seite begeben. Ja, der steht ja natürlich perfekt da, wa? Jetzt haben wir hier einen Einser, einen Dreier. Wichtig ist natürlich erstmal durchspotten, was man überhaupt alles für Tiere hat. Dreier. Vierer. Ich kann euch mal kurz sagen, der Süd... Östliche hat jetzt eine Diamantbewertung ab 89,6. Also der wäre jetzt schon im Bereich drin, aber ich sag mal, das wird einfach nichts. Das müsste wirklich so ein Glück sein. Ich sag mal, wie ein 6er Lotto, dass der ein Diamant wird, aber ist ein schöner Abschusswert. Gut, wir sehen jetzt nicht mehr. Und wir haben echt gute Schusspositionen. Von daher zücken wir mal die Waffe. Dann versuche ich mal wenigstens zwei zu erlegen. Okay, sind 180 Meter. Man kann jetzt nochmal die Karte aufmachen. Scrollt raus, hat man hier sein entdecktes Tier. Und unten rechts seht ihr jetzt 176 Meter ist der gespottete Punkt entfernt. Also das passt. Falls das Fernglas mal etwas irritiert und die Entfernung nicht genau anzeigt. Die M1, 150 Meter Nulldistanz. Wir haben das große Zielfernrohr drauf. Können wir uns sogar hinlegen. Ja, sollte ein guter Schuss werden. Kopf. Daneben. Zweiter Schuss ging daneben. Erster Schuss saß. Ich werde jetzt einfach mal ein paar Minütchen warten hier, dass sich das auch lohnt. Die Tiere kommen hier nochmal wieder.
Einfach mal ein bisschen abwarten. Wir haben es jetzt 9:47 Uhr. Ein paar Minuten gewartet, 10:02 Uhr. Die Tiere sind wieder zurück, beziehungsweise sind noch unterwegs zu ihrem alten Bedürfnisgebiet. Und jetzt warten wir einfach noch ein paar Minütchen und dann legen wir noch den nächsten. Und wo ich so auf die Tiere gewartet hatte, habe ich mich noch hier etwas umgeschaut und hier noch das oder ein schönes Ruhegebiet von Mufflons entdeckt. Durchgespottet haben wir eigentlich auch einen schönen Vierer dabei. Werde ich mir, denke mal, wenn er jetzt nicht hochspringt und wegrennt auf 300 Meter, sollte der liegen bleiben nach einem Schuss, werden wir uns den auch noch holen und dann gehen wir fast schon mal einsammeln. Suchen wir uns doch mal hier einen Kandidaten raus. Wir hätten jetzt noch einen Dreier-Ibex, einen Zweier und der Rest ist hier im Unterholz verschwunden. Da haben wir noch einen Zweier, ja. Schnappen wir uns hier den Dreier, ist jetzt auf 200 Meter Entfernung. Sollte dennoch ein guter Schuss werden. Ich versuche wieder direkt nachzuschießen. Ist jetzt nicht ganz so leicht mit dem großen Zielfernrohr. Weil die Waffe springt doch extrem nach oben. Ja. Lag sofort. Da hat unser Hund hier Bamboo. Gut zu suchen nachher. Gut, dass wir ihn haben. Der wird uns dann unterstützen bei der Suche. Da laufen sie. Jetzt können wir die nämlich nochmal schön durchspotten. Okay, schaut mal hier das Weibliche. Das steht einfach so rum. Oben haben wir jetzt noch ein Dreiermännchen. Auf knapp 300, 250 Meter. Ich würde es mal versuchen mit Nulldistanz 300 Meter. Okay, die sind jetzt nervös. Ja, die Bedürfnisgebiete, ich sag mal, die Ibexe haben jetzt ihre Bedürfnisgebiete, ihre Trinkgebiete um die Seen herum. Wenn wir das jetzt zerstören, ist das halb so wild. Da tut sich auf jeden Fall Neues auf. Daher ist mir das jetzt eigentlich egal, ob wir da drei oder sechs Tiere herausschießen. So, da kommen sie schon wieder im vollen Galopp, sind immer noch nervös. Ja, vielleicht gelingt uns das jetzt nochmal. Ein perfekter Schuss. Sauber, der nächste. Pass auf, dann nehmen wir jetzt die noch mit. Was ist hier los? Die liegen sofort. Das kenne nicht mal ich von mir. Vier Ibexe erlegt. Schauen wir nochmal nach den Mufflons. Die liegen da. Wie geplant. Ruhegebiet. So, den schnappen wir uns hier. Der hat eine Trophäenwertung bis 151. Mufflon beginnt Gold bei 144 bis 179. Also das müsste jetzt ein Gold sein. Hat schöne Hörner. 300 Meter. Tag des Weitschusses heute. Versuchen's. Das hat gar nicht funktioniert.
Ja, verliert hier überhaupt kein bisschen Leben. Ja. Gerade lobe ich mich selber und schon. Und schon haben wir es verkackt. Ja, angeschossen. 50, 75 Leben. Ich versuche nochmal nachzuschießen auf der Entfernung. %25 Leben. Das wird echt ein langer Ritt, den zu verfolgen. Ja, der stirbt irgendwo da oben. Den hier, den nehmen wir uns noch mit. Ist jetzt ein Zweier, aber egal. Gut getroffen. Leben geht runter. Läuft jetzt etwas weiter, aber das passt. Und da liegt er. Aufpassen, ich stelle wieder auf 150 Meter zurück. Heißt einfach, oder? Obwohl, die 300 Meter war jetzt eigentlich eine gute Distanz. Wenn wir das schön tief halten, sind die Kugeln gut eingeschlagen. Nochmal, ich versuche unten hier so direkt, wo der Fuß beginnt eigentlich, wo das Herz ist, abzudrücken. Ah, 50% geht runter. 25, ja, passt. Und da liegt er. Haben wir heute schon mal gut für Nachspawns gesorgt. Oben haben wir jetzt noch Dreier-Mufflon. Kann schon sein, dass die hier unten noch ein Ruhegebiet jetzt haben. Meter, komm. Das schaffen wir. Und wir beobachten das Leben. 50 geht runter. Okay, das ist dann sozusagen Tier Nummer 9 müsste das sein. Wenn wir das eine mitrechnen, was uns da oben hinterm Berg noch entkommen ist. Ich würde jetzt sagen, Einsammelzeit. Wir haben ja ordentlich gewütet. So viel wollte ich jetzt gar nicht erfinden und erlegen, aber ihr seht, das läuft. Wir lassen ihm mal die Witterung aufnehmen. Sollte passen, wir befinden uns ziemlich im ersten Jagddruckgebiet und da geht er ab. Inzwischen habe ich jetzt ihn auf Level 10 geskillt. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen, was der Hund jetzt bereits kann. Wir haben jetzt bei Stufe 5 die oder den Wesenszug. Dein Hund kann Umwege zugunsten frischer Spuren auslassen. Das heißt, der geht direkt zum erlegten Tier und wenn er es entdeckt und läuft ihm erst die komplette Spur hinterher und Spürnase erhöht die Entfernung, auf die dein Hund eine Blutspur finden kann. So, er bellt und da sehe ich schon das Tier. Perfekt. Das hat er fein gemacht. Direkt entdeckt hier. Ohne Umwege. Muskel, Magen.
Tick zu weit hinten getroffen. Ich lasse ihn direkt mal weitersuchen. Sucht nach Blut. In der Region sollten eigentlich unsere geschossenen Tiere liegen. Da waren ja einige noch bis hier hochgelaufen. Jetzt lassen wir den halt nochmal suchen, ob er direkt die Tiere findet oder ob er den Anschuss braucht. So, er sucht Blut und er hat was. Okay, er hat was entdeckt. Da sehe ich schon das nächste Tier. Bin ich mal gespannt, ob das gleich finden wird. Ja, jetzt. Yes. Ich wollte gerade auf das. Was hat er denn hier gefunden? Hier ist nichts. Bambu, hier ist nichts. Du meinst du das da oben? Ach doch, da ist doch ein Tier. Tatsache. Habe ich echt nicht gesehen. So, getroffen, Lendenwirbel. Und da wir jetzt leveln sollen, lassen wir ihn natürlich weitersuchen, obwohl wir wissen, dass hier direkt ein Tier liegt. So, auch Lendenwirbel. 190 Meter. Lassen wir ihn weitersuchen. Jeder wieder ab. Wieder Rakete. Schön. Ja, die haben echt wirklich die Sofortlagen alle oben. Brustwirbel, Lendenwirbel getroffen. Den haben wir mal einen Lungenflügel, 243 Meter. Aber ihr seht, dass der jetzt direkt zu den roten Tieren hinrennt. Also der sucht nicht erst hier nach einer Blutspur. Jawohl, doch. Die Tiere liegen halt in ihrem Blut. Dann haben wir nochmal einen Silberabschuss, Lungenflügel. Die 256 Meter Schüsse, die waren richtig gut gesetzt. Ich bin begeistert von meinem Hündchen. Wie der die Spuren inzwischen findet, der geht ja ab. Und was war das früher ein Akt, gerade hier in den Büschen die Tiere zu finden? Man muss wirklich jede Blutspur hinterherlaufen. Und der Hund, der kann auch mal kreuzte quer gehen, findet doch mal noch ein anderes Tier, wo man jetzt nicht direkt die Blutspur verfolgt hat. Ja, auch schöne Treffer, Silber. Nachdem wir am See 1 hier einen Absturz hatten, bin ich jetzt doch nochmal zum zweiten See gelaufen und hatte die Uhr nochmal zurückgedreht auf 9 Uhr. Und hier hatten sich jetzt auch die ersten südöstlichen Ibex eingefunden. Einer macht einen richtig guten Eindruck, den würde ich jetzt gerne mit euch gemeinsam noch erlegen. Und zwar haben wir jetzt den Vierer. Genau, dieser hier. Der hat jetzt eine Trophäenwertung von 82 bis 94. Und ab ungefähr 90 geht das mit Diamant los. Würde ich sagen, da warten wir gar nicht lange. Da zücken wir mal die Waffe, erlegen den und dann hoffen wir, dass wir hier heute unseren ersten
Diamant noch erlegen können. Sehr schön. Dann hoffen wir, dass das ein schöner Lungentreffer war. Wir hatten ja am letzten See gesehen beim Einsammeln, dass ich sehr auf die Wirbelsäule getroffen habe. Das heißt, ich muss doch etwas genauer zielen. Wir nochmal die Anatomie von den Tieren anschauen und wir lassen natürlich erstmal unseren Hund hier die Spur suchen, das Blut suchen, dass er levelt. Okay, er hat es gefunden und dann schauen wir mal. Ist ja gut. Und da haben wir ihn, den Diamant. Es hat geklappt, 91,10. Und hier sehen wir, ab 89,6 ist er Diamant. Sehr schön. Da hat es geklappt. Fellart normal, männliches Tier, 74,6 Kilo. Lungenflügel, Leber, perfekter Schuss. Alles richtig gemacht. Wir stopfen den jetzt aus. Und dann machen wir noch einen Screenshot. Und nehmen ihn an. Okay, so. Dann kriegt hier Bamboo noch einmal eine Belohnung. Ein Leckerchen für die tolle Jagd. Sehr schön. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Ich werde mich auch in den nächsten Folgen wieder auf die Jagd begeben nach den nächsten Diamantieren, dass wir unseren Grand Slam vervollständigen können mit Diamantieren. Das ist ja das Ziel. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt Spaß gehabt. Und wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Macht's gut.